Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Beim letzten Mal habe ich ja eine ultra lange Aufnahme gemacht. In dieser haben wir ja die fehlenden Teile des Theaterstücks gefunden, wie unter anderem die Schauspieler, das Skript und die Musik. Und danach sind wir hier gelandet auf so einem komischen Friedhof mit Piraten. Und jetzt sollen wir ja da oben durch die Tür. Was ist da erwartet? Ich habe keine Ahnung. Erstmal ein Grab, was sich öffnet. Kurz ein bisschen die Umgebung checken. So, dann gehen wir mal da. Aber es ging jetzt nur hier auf, ne? Ja. Ja, okay. Oh. Achso, das geht ja jetzt nur hier mit. Bam. So, ist hier noch was? Nein, dann gehen wir mal da rein. Und jetzt sind wir tot. Was ist das denn? Also daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und ich habe so keine Ahnung, was passiert. Ah, hier, guck mal, hier ist so ein Typ. Hilfe! Einfach mal draufballern. Ich weiß nicht, ob Alice da runterfallen kann. Ich will es auch ganz ehrlich nicht ausprobieren. Wo ist der jetzt, Alter? Was war das denn? Wieder weg. Oh, ich mag das nicht. Na komm, mach irgendwas. Oh. Ist immer noch nicht platt? Mann. Na jetzt. Das war's mit dem. Wir müssen ja. Warte, komm zurück. Ich bin deine Rettung. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir müssen ja die Crew von dem irgendwie befreien. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich lasse mir da ein bisschen was her. Tut mir sehr leid. Das ist immer so. Was ist das? Achso, dem muss ich jetzt folgen, ne? Diesem Seepferdchen. Genau, es ist ein Seepferdchen. Und das Seepferdchen spendet halt Licht. Oh, 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 oh. Da geht es rauf und runter. Wo ist das Seepferdchen? Und ich glaube auch, wenn wir das Seepferdchen so ein bisschen verpassen. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traum. Dann ist die Mission, glaube ich, sogar verloren. Aber sehr witzig, dass wir den Typen killen müssen. Genau, genau so, braves Mädchen. Und dann nochmal aus einer Kiste befreien müssen. Das ist irgendwie ein bisschen unlogisch. Aber na gut, gehen wir mal in die nächste. Hier rein. Und dann nehme ich mal an, müssen wir den nächsten befreien. Ich glaube, es werden aber auch mehr. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Weil jetzt kann ich mich doch wieder so ein bisschen daran erinnern, wenn man es einmal wieder erlebt hat, dann. Ah ja, genau, so war das ja. Man kennt es. So, da. Ach genau, nee, die Verfälle kommen noch dazu. Das ist mies. Man hat jetzt irgendwie keine Ahnung mehr, was man jetzt genau machen soll. Das ist natürlich jetzt ziemlich blöd.
glaube. Nee, wo ist der? Alles mitnehmen, wenn es geht. So, Rosen. Rosenrot. War hier nicht noch eine Rose? Ja, sehr gut. Ich hoffe, jetzt kommt keine Verfälle mehr oder sonst irgendwie was. Was kommt denn jetzt? Hilfe! Ich habe Angst. Das ist der Typ, der, okay, der kann nachts einen auf sowas. Okay. So, dann. Jetzt ist er wieder weg. Da ist er wieder. Kann man mit dem Ding hier drauf kloppen. War's das? Ist ja cool. Ja, läuft bei uns. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Ne? Habe ich ja gerade gesagt. So, hier ist das gleiche wie vorhin auch. Das Seepferdchen. Ich glaube, die Wege wären noch immer länger. Seepferdchen, zeig uns den Weg. Ich kann mich jetzt auch leider nicht heilen. Oh. Ja, genau das meinte ich, dass wir wohl sterben, wenn das Seepferdchen nicht da ist. Genau das meinte ich gerade. Aber ist nicht schlimm, jetzt haben wir es ja geschafft. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Ich sollte mich irgendwie mal heilen, aber ich weiß es nicht wo. Da waren zwar Blumen, aber da hatten wir keine Zeit mehr zu. Beeil dich, Alice. So, da sind die guten Herren schon zu dritt. Da fehlt noch der vierte, so wie es aussieht. Den holen wir uns jetzt. So, hoffentlich sind hier ein paar Rosen drin. Ja, sehr gut. Es sind auch ein paar Zähne drin. Ich müsste auch nachher mal gucken, wann wir wieder was updaten können. So, hier ist nichts mehr. Dann ab rein da. So halb tot ist das natürlich nicht so toll, ne? Naja. Uns fehlt, glaube ich, auch noch. Fehlt uns noch ein Radula-Raum für eine neue Rose? Das kann ich auch gleich mal nachschauen, wenn wir hier durch sind. Würde mich mal interessieren. Hallo! Oh, kleine Verfälle. Wo ist der? Ah, Mist. Nur weil dieses... Die Kleinen sind scheiße. Die Kleinen sind übelst mies. Weil... Die einen halt echt auch angreifen und alles. Und die kommen von überall her. Nein, jetzt will sie doch den Scheiß nicht an. Ey, Mann. Mach den Typen kaputt und nicht die Verfälle. Was macht sie denn? Nein! Alice! Echt jetzt? So, der nächste Schlag ist hoffentlich in Hysterie. Wäre zumindest von Vorteil jetzt. Oh ja, ich habe, glaube ich, gut reagiert. So, da ist er auch schon platt. Das war sehr, sehr gut. Anscheinend. So. Haben wir vorhin. Wir haben eine Flasche aufgetan, keine Erinnerung, ne? Das wäre ja ein bisschen blöd, wenn hier eine Flasche eine Erinnerung wäre. So, Seepferdchen. Jetzt muss ich warten, weil das ist ja hier so eine blöde Schnappmuschel. So, das passt. Das passt auch. Das passt gerade so.
Wa. Das ist es nämlich. Alice! Achso, nein. Ich werde sterben. Oh. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier wieder sowas ist. Ich muss kurz warten. Der nächste Schlag und wir sind sowas von tot. Und ich habe keine Ahnung, wo es hingeht und was das mit dieser Uhrwerkbombe auf sich hat. Oh. Wenigstens ein bisschen heilen. Komm, eine Blume schaffen wir noch. Oder wartet es hier zufälligerweise gerade? Oh, es wartet hier. Das ist natürlich auch sehr gut. Oder? Wartet es oder wartet es nicht? Ich glaube, es wartet nicht. Komm, eine Blume schaffen wir noch. Vielleicht auch noch eine zweite. Die nächste. Und die letzte vielleicht auch noch. Das finde ich sehr, sehr cool. Jawohl. Das hätten wir. So, hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Und jetzt warten. Auf Licht. So, jetzt hier rüber. Bis wieder warten. So. So. Und so. Zähne sammeln. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wofür diese Uhrwerk-Dinger hier da sind. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Es ist da. Hier. Hier. Die Flasche hätte ich schon ganz gerne, aber ich traue mich nicht. Obwohl. X. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, es hat geklappt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. So ist's recht, der zurück zum Schiff mit mir. So. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. So, jetzt können wir auch, sind die wieder da? Da war nichts mehr drin, okay. Dachte schon. Das wäre cool gewesen vom Spiel. So. Jetzt ging es links rum, ne? Von da sind wir gekommen und jetzt geht's da, okay. Hier ist aber auch so nichts mehr, ne? Keine Schnauze, kein... Nö. Bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt landen, weil immerhin müssen wir noch... uns das Theaterstück auch anschauen. Da war doch was. Übersieht man sehr leicht. Oh, wo sind wir denn jetzt? Hä? Blume? Wo sind wir denn jetzt? Na, ist ja auch egal. Ich gehe mal hier lang. So. Hilfe. So, dann hier rüber. Das ist ja eigentlich noch ziemlich gut, dass die Zähne hier drüber sind. Aber auch ziemlich blöd, dass die Plattformen auch echt schnell weg sind. Hinten ist eine Erinnerung. Sehr gut. Nein, nicht abhauen. Ah. Das ist auch ziemlich unfair hier, dass das so schnell ist. Aber wir haben es geschafft. Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. So. Wo? Hä? Ja, wie soll ich denn da... Oh mein Gott, jetzt gibt es ja so viele Wege. Hier kann man noch rein... Hier ist aber nur... Hier nur sowas. Das ist nur für Zähne wahrscheinlich. Oder sind wir jetzt einmal so ein bisschen im Kreis gelaufen? Hier kann man nicht durch. Das ist das Schlüsselloch einfach nur zu diesen...
10 geführt hätte und wir wären eh von hier gekommen. Jo, wir wären eh von da gekommen, dann geht's da lang. Alles klar. Dann haben wir nichts verpasst. Das ist immer meine größte Sorge, irgendwas zu verpassen. So, wo sind wir jetzt? Achso. Oh nein, wir müssen rutschen. Ach nee. Aber vorher gucke ich mal eben, was es so gibt. Okay, uns fehlt noch ein Radlerraum. Wir haben 14 von 16 Flaschen. Und wir haben 14 von 15 Erinnerungen. Wir haben 14 von 15 Schnauzen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wenn wir Glück haben, kommt auch alles gleich noch. Das freut mich, dass wir hier das Kapitel 2 fast vollständig haben. Bis halt immer, es fehlt halt noch eins und halt hier die zwei Flaschen noch. Aber das kriegen wir ja hin. So, jetzt würde ich ganz gerne mal gucken, wann ich denn wieder was updaten kann. Also auf 675 kann ich die Warpal-Klinge tunen. Und das würde ich auch glatt machen, weil die Dinger sind noch auf Level 3. Hier auf Level 2. Und was hier kommt, ich weiß es nicht. Aber da muss ja noch was kommen. Es werden ja hier nicht diese Karten sein. Aber ich weiß echt nicht, was es ist. So, dann hopp und Zähnchen sammeln. Ich wollte gerade sagen, ich muss so irgendwie springen können. So, ich gehe mal links rum. Oder rutsche mal links rum. Leider können wir diesmal nicht so gut pushen wie am letzten Mal. Autsch. Ich wollte gerade sagen, es kommt bestimmt ein Kampf. Oh mein Gott. Kolossaler Verfall. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Immer was Neues kommt hier, ey. Also wie bei den normalen Verfällen auch, einfach die Köpfe kaputt machen. Das Problem ist nur, das wird nach richtig aggressiv, das Ding. Ich kann mich daran erinnern, dass man daran verzweifeln könnte. Hilfe, es will mich haben, seht ihr das? Es hat mich. Bäh. Kann ich es eigentlich mit der Bombe ablenken? Nein. Das geht nicht. Nein. Ich drück die ganze Zeit R1 und nö. Nö. Das ist doch. Das. Alter. Alter, was? Hat es jetzt keinen Bock mehr gehabt oder was ist jetzt passiert? Ich meine, ich finde es gut. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass es einfach abgehauen ist, aber. Hä? Ja, dann, ja. Also. Ist das so? Ist das Spiel so programmiert, dass es abhaut? Also ich finde das gut, aber echt? Ja gut, dann Oh, was ist das denn? Ich will da gar nicht hin. Hier ist eine Schnauze. Ich glaube ja auch links ist diese Schnauze. Ich gehe erstmal in das Schlüsselloch. Da war irgendwie eine Blume gekennzeichnet. Blume wäre jetzt echt geil. Zähne sind auch nicht schlecht, aber Blume wäre geiler. Radula-Raum! Oh, ganz, ganz gut. Radula-Raum, sehr, sehr gut. So, dann wollen wir mal. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Aber irgendwas wird passiert sein. So. Was ist denn da jetzt passiert? Naja, gehen wir mal da rein. Und das auch noch halb tot. Ich hoffe nicht, dass wir kämpfen müssen. Ich hoffe, dass ich es jetzt überlebe.
Oder Quiz, das ist ein Quiz, ja auch wieder geil. Oh nein. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Das sagst du immer. Töte oder werde getötet. Oh nein. Aber wir sind auch wieder voll geheilt. Das ist gut. Oh, die Augenplötze, das ist eigentlich. Ah, ich habe auch Angst, hier runterzufallen. Jetzt hängt sie auch noch fest. Alter, ich kann nicht springen. Ich möchte eigentlich auch ganz ehrlich nicht so in der Mitte stehen. Hilfe, 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 Hilfe. Kommt er noch im Verfall? Na toll. Ist ja gar nicht schlimm. Hallo? Au, 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 ich bin gleich tot, ey. Gott, das ist mir. Nee, das ist mir gerade so doof hier. Wartet mal. Ich muss hier einen neuen Überblick haben. Das Problem ist halt echt der Verfall. Der uns hier so ein bisschen. Das Leben gerade zur Hölle macht. Achso, jetzt schießt er wieder. Oh, der ist kaputt, okay. Oh mein Gott. Ich hau jetzt einfach drauf. Ist egal. Das ist Hysterie. Oh, das hat was gebracht. Da kommt der nächste Augenpott. Wir können ja immer wieder in Hysterie fallen. Oder wir können auch sterben. Scheiße. Fuck, ey. Ja, Mist. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal rein können. Das ist das Problem. Ob wir nochmal in diesen Radola-Raum rein können? Ja, wir können nochmal rein. Oh, sehr gut. Ich dachte, man kann nicht nochmal rein, wenn man stirbt. Okay. Chillen, tief durchatmen und nochmal da rein. Okay. Ich dachte, man, das wäre dann auch geschlossen, dass man da gar nicht mehr rein kann. Aber ich war falsch gedacht. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Vielleicht ändert sich das. Nee, okay. Es ändert sich nicht. Okay, dann mache ich erstmal das blöde Ding hier kaputt. Einfach mal draufballern. So. Naja, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Ich wollte es eigentlich anvisieren, aber. Alice macht ja nie das, was man will. Und jetzt macht sie auch wieder irgendeinen anderen Scheiß. Bringt uns nicht. Ich bin doch schon gleich tot. Das war. Die Taktik war nicht so geil. Das war halt wirklich am besten. Haus erstmal das dicke Vieh weg. Sehe ich nichts. War eine Scheißüberlegung, war das. Ja. Das machen wir dann nochmal, ne? Wenn möglich, aber ich gehe davon aus, dass es möglich ist, dass man das mehrmals machen kann. Das finde ich dann eigentlich ein bisschen assi vom Spiel. Jo. Okay, andere Taktik. Erst die Augenpötte, dann das Riesending. Die Augenpötte gehen ja eigentlich doch leicht kaputt. In Hysterie sind hier mal zwei Schlägen down. Aber dieses blöde Ding da hinten, dieser Verfall, kann man keine das irgendwie. Wir haben doch keine. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, ist okay. Ist fast schon. So, du zuerst. Weg, 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 weg. Hey, der ist schon down, das ist gut. Hey, das war ja mal ein guter Kampf. Ein
guter Kampf, sehr guter Kampf. So, das ist gut. Das war gemein, wenn wir beide gleichzeitig schlagen. So, komm, du kannst doch was. Mist. Na komm, komm. Oh Mann. Yay! So, das war's mit dem und jetzt noch ein paar Augenpötte. Ah, da kommt nochmal so ein Ding, ey. So ein dummer Verfall. So, jetzt... Ach, na klar. Ist ja gar nicht unfair, ne? Trifft sie überhaupt nicht, weil sie die ganze Zeit irgendwas anderes anvisiert. Ja, klar, das ist doch scheiße. Mann. Ey, da kriege ich ja Aggression. So, ein letzter Versuch für diese Aufnahme. Wenn es dann nicht geht, dann mache ich es offline. Das ist doch scheiße, ey. Mann. Das nervt doch. Jetzt gehe ich so ein dritten Mal da. Vierten Mal, da gehen wir da jetzt rein. Ey, das ist doch unfair, wenn da vier Augenpötte auf einem ballern und dann dieser scheiß Verfall noch kommt. Das sind keine schweren Gegner, das Problem ist halt nur, man kann nirgendwo ausweichen. Man hat halt die Fläche nicht, dem ganzen Geschehen auszuweichen. Das ist einfach gerade mein Problem. So, der ist weg. So, jetzt hätte ich gern den. So, jetzt kommt der Typ hier. Wo ist der jetzt da? Alice. Hat's was gebracht? Weiß wieder keiner, ne? Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich möchte gerne etwas mehr Platz zwischen uns haben. Mann, was macht es denn? Das ist doch Mist. Hier, guck mal. Guck mal hier. Oh. Hier, Bombe. Kuschel mit dem Häschen. Ist schön, dass sie so festbackt. Ist beruhigt. Komm. Ah.
Oh, hat mich getroffen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist doch jetzt... So, noch ein blöder Kopf ist noch da. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt noch. Das Problem ist... Weg, weg, Alice, weg. Hier gerade, ey. Der trifft überhaupt nicht mit Dingens. Ey, das ist doch nicht normal. Was ist denn hier los, ey? Mein Gott, ich habe eine Rose und ich habe 5 Gegner. Ja, klar. Ey, Freunde, bei aller Liebe, ich mache das jetzt offline. Das ist mir echt zu blöd. Bis gleich.